عليكم رفديا، السلام عليكم. هذا النهار انا معروض دكتور ماجد حمدوشي في جامع بسم الله فريدا فالد فرانكفورت، ومعروض على خصني نهضر على واحد موضوع مهم على مخدرات، حيت هاد شي مهم. الناس بغاو يعرفوا اكثر، بغاو يعرفوا على الحل ديالو وشنو هو المشكل ديالو. وهضرنا على هاد الموضوع، كانوا بزاف ديال الدراري، بزاف ديال الناس، وسولوني شنو هو الحل ديال هذا الموضوع، اللي تشرب الشراب، اللي تكمي، اللي تكون عادي في هذا المشكل. تنقول لهم احسن حاجه ما يبداوش كاع، ما يبداوش بهاد، حيت بزاف ديال الناس ما تيبداو حيت ما تيبغيو يدوق واحد حاجه. احسن حاجه واحد ما يبداش، ولا بداها وكان عنده هذا المشكل، كاين حل. حل هو يمشي عند طبيب، يمشي عند طبيب نساني، يمشي للسبيطار، وان شاء الله بمعاونه ديال ربي ان شاء الله نلقاو الحل على هذا الموضوع. اوكي، ميرسي بوكو وبسلام عليكم. Guten Tag meine Damen und Herren, guten Tag Riftia, und zwar wurde ich heute eingeladen hier in der Moschee Bismillah in Frankfurt Riederwald. Mein Name ist Dr. Majid Hamdouchi, und zwar das Thema war heute Drogen und ihre Wirkungen. Das Thema ist sehr wichtig und sehr interessant, weil dieses Thema betrifft die ganze Gesellschaft, und es waren auch viele Jugendliche hier mit großem Interesse. Und die Frage war nicht nur, was für Wirkungen die Drogen haben, sondern auch, wie man davon wegkommen kann. Am besten natürlich, man fängt gar nicht erst an. Wenn man angefangen hat und man ist süchtig, dann gibt es viele Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit zum Beispiel einer Psychotherapie, man kann zu Ärzten gehen, es gibt Medikamente, es gibt Beratungsstellen, man kann ins Krankenhaus gehen. Es gibt immer eine Lösung. Man ist nicht alleine, und es gibt viele Institutionen, Vereine. In diesem Sinne, eine drogenfreie, eine gesunde Zeit und alles Gute. Guten Tag, mein Name ist Ala Breit. Ich bin Allgemeinmedizinerin aus Frankfurt und arbeite in der Praxis, die als Schwerpunkt Suchtproblematik auch hat. In Frankfurt haben die Leute große Möglichkeiten, damit zu konfrontieren, und es ist viel, viel besser als in vielen anderen Städten. Es gibt ein großes, sehr großes System von der Hilfe, Beratungsstellen, medizinische Anlaufstellen. Es gibt sehr, sehr, sehr viel, wirklich verschiedene Möglichkeiten. Natürlich viel besser, wirklich nicht damit anzufangen, aber wenn es soweit ist, bitte, bitte, bitte so schnell wie möglich sich an jemanden wenden, der Ihnen behilflich sein kann. Dankeschön. Das Bewusstsein des Menschen verändert. Man macht in einen berauschenden Zustand Sachen, die man sonst nicht machen würde. Das heißt, diese Filter, die in uns ist, die wird quasi ausgeschaltet. Allah durch seine Weisheit hat erstmal diese Eier, dass wir das nicht machen sollen. Aber danach, wo die Sahaba das verinnerlicht haben, wurde der absolute Verbot ausgesprochen. Es wird auch überliefert, an den Tagen, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam das verkündet hat, dass Alkohol verboten ist, dass die ganzen Sahaba, die bei sich Alkohol hatten, alles vernichtet haben. Nach dem Motto, Sami'na wa ata'na. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Sahaba aufgebaut. Stück für Stück. Von absoluter Jahiliyyah, von Unwissenheit, um die in ein Niveau hinzubringen, wo es in der Geschichte des Gleichen sucht. Die haben Beispiele geschlagen, die Sahaba, die waren Allah alayhi. Von absoluter Dunkelheit. Und dann sehen wir, wo die angekommen sind. Nehmen wir zum Beispiel Umar radiallahu anhu. In seiner Jahiliyyah-Zeit hat er auch Alkohol konsumiert. Das war normal bei den Quraishiden. Das war ein gesellschaftliches Ereignis. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemanden ändern will, ändert er den. Umar radiallahu anhu in seiner Jahiliyyah-Zeit war darauf gepischt, den Propheten sallallahu alaihi wasallam und immer mit 100 km/h fahren lassen. Ja, also dementsprechend, welche Situation bin ich? In der entsprechenden Situation suche ich mir die Drogen aus. Hier sieht man das zentrale Nervensystem, das also im Kopf, und es geht weiter in das Rückenmark. Drogen, wie wir gerade
besprochen haben, sind anregende und beruhigende Medikamente oder Substanzen. Es gibt verschiedene Drogen. Es gibt welche, die nur auf das Gehirn. Dann seht ihr verschiedene Formen. Alkohol, Nikotin, Heroin, Haschisch und so weiter und so fort. Und dann die ganzen Amphetamine, Speed, LSD, was man alles auf dem Markt bekommen kann. So, und dann fragt man sich natürlich, warum? Der Deckel ist zu. Da fragt man sich natürlich, warum nehmen die überhaupt Drogen? Und warum nehmen die Menschen Drogen? Ich meine, jeder weiß, dass Drogen schlecht ist, wie der Bruder gesagt hat. Warum nehmen wir dann trotzdem Drogen? Es muss ja einen Grund geben. Jeder Mensch macht etwas, weil er eine Motivation hat. Das heißt, er bewegt sich. Wenn jemand in die Moschee geht, hat er eine Motivation, in die Moschee zu gehen. Wenn jemand in die Arbeit geht, hat er eine Motivation, er möchte Geld verdienen. Wenn jemand Drogen nimmt, dann hat er auch eine Motivation. Aber warum macht er das, obwohl er weiß, dass es schlecht ist? Es gibt unterschiedliche Gründe. Und wenn man guckt, warum nimmt man Drogen, dann kann man gucken. Also zum Beispiel, viele Jugendliche kombinieren Drogenkonsum mit Spaß. Ja, sie wollen Spaß haben, sie wollen einfach Gemeinschaftsgefühl haben, sie wollen, wenn zum Beispiel die anderen rauchen, sie wollen auch dazugehören und rauchen dann gerne. Guckt man aber und untersucht man, warum die Menschen Drogen nehmen, so sagt man, zusammenfassend, wenn man die Lebensläufe der Drogensüchtigen anguckt, dass sie öfters aus intakten Familien kommen. Das heißt, instabilen, sozial instabilen oder aus Familien kommt, die auch bereits Drogen konsumiert haben. Das heißt, der Vater raucht oder die Mutter oder der Vater trinkt. Dann ist die Tendenz, dass die Kinder es auch tun werden und nachahmen werden, groß. Deshalb darf man die Vorbildfunktion der Eltern nicht unterschätzen. Das heißt, wenn ein Vater vor dem Kind immer raucht und dem Kind dann sagt, Rauchen ist schlecht, wird das nicht sehr ehrlich und nicht authentisch. Und natürlich wird das Kind auch sagen, ja Papa, du bist mein Vorbild, du rauchst, das gehört dazu, warum ist das jetzt schlecht? Ja? Das heißt, Kindheit und soziales Umfeld sind enorm wichtig. Fasst man zusammen, was sind die Konsummotive für einen Menschen, so findet man heraus, die meist angekreuzten Punkte sind Neugier, ich bin neugierig, ich will gucken, experimentieren. Ich will was Neues und Aufregendes erleben, also raus aus der Routine, aus dem Alltag. Ich habe jetzt frei am Freitagabend oder am Samstag, ich möchte gucken, was passiert, was kann ich noch tun. Und Reiz des Verbotenen. Wir wissen, wenn wir von 10 Türen 9 aufmachen und eine Tür ist zu, wo will das Kind rein? In das geschlossene Tür, also da, wo die Tür geschlossen ist. Zugehörigkeitsgefühl, Solidarität, das heißt, wir wollen zusammengehören, ich möchte... Wenn ich zu einer Gruppe gehöre, möchte ich ein Gemeinschaftsgefühl haben. Das heißt, wie ich euch vorhin gesagt habe, wenn jemand trinkt oder raucht, entweder verlasse ich die Gruppe oder ich bleibe in der Gruppe ab und passe mich an. Es ist schwierig zu sagen, ich rauche und trinke nicht und dann unter Alkoholikern oder Rauchern zu sitzen und normal zu kommunizieren. Und die Geselligkeit, die gehört dazu. Ja, das heißt, Spaß peinlich ist, sie wollen das nicht publizieren oder sie wollen schon mal. Schumann hat gerade Motor, und sie machen dann mit. Das Problem ist, sie gehen alle dadurch auch mit unter, weil dann die Krankheit des Kranken gefördert wird. Ja? Das heißt, die ganze Familie geht dadurch mit kaputt. Man unterstützt dadurch das Suchtverhalten, indem man versucht, loyal zu sein. Man versucht sozusagen mitzumachen. Ja? Mhm. Okay, der war? Okay. Also eine Tasse Tee, was da auf der Straße draußen für die Straßenverwendung verwendet wird, das tut der Mensch dann sozusagen in einem Jahr trinken. Welche Auswirkung hat der Teer auf die Lunge? Der Teer überzieht die Lunge. Und die Lunge ist ja, wie wir wissen, transportiert den Sauerstoff ins Blut. Ja, das heißt, wenn wir inhalieren, einatmen, transportieren wir den Sauerstoff ins Blut. Und in der Lunge findet dieser Austausch statt zwischen Sauerstoff, also zwischen Luft und Blut. Da wird Sauerstoff ins Blut transportiert und Sauerstoff brauchen wir, damit unsere Organe leben. Ganz einfach, ja, so ganz einfach definiert.
Ohne Sauerstoff können unsere Organe nicht leben. Und der Teer blockiert diesen Prozess. Das heißt, er setzt sich auf die Oberfläche der Lunge und dieser Prozess kann nicht mehr stattfinden. Das heißt, Sauerstoff kann nicht mehr in die Blutbahn gelangen. Hört jemand auf zu rauchen, ein Kettenraucher, dann dauert es ca. 7 Jahre, bis sich die Lunge wieder frei säubern kann. Ca. 7 Jahre, ja, wenn nicht schon Krebs und andere Krankheiten entstanden sind. Einer der Hauptnebenwirkungen, die ich gerade erwähnt habe, ist natürlich Krebs. Ja, weil Krebs, also die Krebszellen tragen wir alle in uns. Also jeder Mensch trägt Krebszellen in sich. Ob sie aber aktiviert werden, liegt an unserer Art und Weise, wie wir leben. Manche bekommen Krebs, ohne jeweils mit Giftstoffen in Kontakt gewesen zu sein. Und manche bekommen Krebs, weil sie in Kontakt sind mit Giftstoffen. Aber jeder Giftstoff, den wir zu uns führen, erhöht die Gefahr, dass wir Krebs bekommen.